Nein, Harry. Wirklich nicht. Wieso ich? Du bist Journalist, Goldfarb. Ich schreibe über Kultur. Und? Ist das etwa keine Kultur? Ich habe keine Zeit. Ich will das nicht machen. Frag Jossi, wir sehen uns weiter. Goldfarb! Goldfarb! Stell dich nicht so an. Es sind Kinder. Eben darum. Was soll ich Ihnen erzählen? Denk dir was aus. Wer schreiben kann, muss auch erzählen können. Ich will das wirklich nicht machen. Du machst das schon. Ich werde ihm einen Brief schreiben. Ja, einen Brief werde ich ihm schreiben. Lieber Herr, warum lieber? Ich liebe ihn nicht. Er liebt mich auch nicht. Sehr geehrter Herr Gebhardt, Sie haben mir einen Brief geschrieben. Persönlich an die jüdische Gemeinde Hamburg, Schäferkampsallee 27, 20357 Hamburg. Sehr geehrte Damen und Herren, man hat den Brief an mich weitergegeben, weil ich Journalist bin, weil das auch Kultur ist, weil ich gern Geschichten erzähle. Ich will das aber nicht machen. Ich habe kein Talent, öffentlich ich zu sein. Was sind Sie wohl für ein Mensch, Herr Gebhardt? Wie darf ich Sie mir vorstellen? Schwer zu sagen, nur nach der Unterschrift. Computergeschriebene Briefe haben keinen Charakter. So in den 50ern werden sie sein. Als weltverbessernder 68er in den Schuldienst eingetreten und jetzt kurz vor der Pensionierung. Ein Gutmensch. Einer von den Lehrern, denen die Schüler nicht wichtig genug nehmen, um ihn nicht zu mögen. Oder vielleicht? Vielleicht sind sie auch jünger. Noch voller guter Vorsätze, wollen es besser machen. Aber glauben Sie mir, lieber Herr Gebhardt, sehr geehrter Herr Gebhardt, wer es besser machen will, macht es noch lange nicht gut. Das Gutmachen ist immer wieder eine schwierige Sache. Das ewige Wiedergutmachen. So ein deutsches Wort. Sie haben diesen Brief geschrieben und haben sich nichts dabei gedacht. Oder schlimmer, Sie haben sich was dabei gedacht. Sehr geehrte Damen und Herren, mit meiner 8. Klasse werde ich im Sozialkundeunterricht im nächsten Semester das Thema Judentum behandeln. Ich habe die Erfahrung gemacht, so. Erfahrung haben Sie gemacht. Wahrscheinlich doch ein älteres Semester. Nur wer genügend Jahre lebt, kommt um Erfahrung nicht rum. Obwohl, manche Leute sind da resistent. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nichts so anschaulich und einprägsam wirkt wie eine persönliche Begegnung und möchte deshalb gerne einen jüdischen Mitbürger einladen, an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen und Fragen der Schüler zu beantworten. Leider kenne ich persönlich kein Mitglied ihrer Religionsgemeinschaft. Sehen Sie, Herr Gebhardt, schon deshalb möchte ich Ihre freundliche Einladung nicht annehmen, weil mich so vorsichtige Formulierungen immer gleich so furchtbar aggressiv machen.
Mitglied ihrer Religionsgemeinschaft, jüdischer Mitbürger. Jude heißt das, ganz einfach Jude. Sie wollen mit ihren Schülern darüber reden und ihre Finger weigern sich, das Wort in den Computer einzutippen. Wieso? Jude ist kein Schimpfwort. Ihre Political Correctness hat da keinen Platz. Jude zu sein ist keine Behinderung, an die man nicht gern erinnert wird. Es ist... Oh Gott, wenn ich selber wüsste, was das eigentlich ist. Leider kenne ich persönlich kein Mitglied ihrer Religionsgemeinschaft und wollte sie deshalb bitten... Schicken Sie doch mal einen vorbei, wollten Sie bitten, damit sich die Kinder das ansehen können. Es stehen gerade die ausgestorbenen Tierarten auf dem Lehrplan, wollten Sie schreiben. Und bei den Dinosauriern im Naturkundhistorischen Museum waren wir schon. Wie haben Sie sich das gedacht, Herr Gebhardt, dass ich mich vor Ihre Klasse hinstelle oder hinsetze und dann sagen Sie, so sieht das nun also aus, der Jude. Der jüdische Mitbürger, ein Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft. Was soll ich für ein Gesicht dabei machen? Freundlich lächeln, so? Oder besser so? Die Last von 4000 Jahren Geschichte auf meinen Schultern. Oder lieber so, dass man die Nase besser sieht im Profil. Schicken Sie doch mal einen vorbei. Sie meinen es so gut, Herr Gebhardt. Und ich kann Leute nicht ausstehen, die meinen, sie müssten es gut mit uns meinen. Und deshalb, sehr geehrter Herr Gebhardt, kann ich Ihre Einladung leider, leider nicht annehmen. Ich eigne mich nicht als Forschungsobjekt. Noch bin ich nicht reif fürs Museum. Noch will ich nicht ausgestopft werden, aufgespießt, präpariert wie eine interessante Missgeburt. So sieht er also aus, der Jude, der Israelit, der Hebräer. Schaut gut hin, liebe Kinder. Und wenn ihr alle typischen Merkmale erkannt habt, dann schreiben wir einen Aufsatz darüber. Aber nicht vergessen, es müssen die Worte Toleranz und Versöhnung darin vorkommen. Nicht vergessen, Toleranz und Versöhnung. Sonst kriegt ihr eine schlechte Note. Es tut mir leid. Es geht einfach nicht, Herr Gebhardt. Ich weiß, andere Leute können das, gehen von Schule zu Schule und klären auf. Ich kann das nicht, obwohl sie einen so höflichen Brief geschrieben haben. Weil sie einen so verdammt höflichen Brief geschrieben haben. So hoffe ich, dass sie meiner Bitte entsprechen können und verbleibe mit einem herzlichen Shalom. Einem herzlichen Shalom. Sie unterrichten nicht zufällig Musik, Herr Gebhardt. Sonst hätten Sie den falschen Ton bemerkt. Weil sie doch Lehrer sind, das ist wie, wenn die Kreide an der Wandtafel kratzt. Mit einem herzlichen Shalom. Unterschreiben Sie alle Ihre Briefe so oder nur, wenn Sie an Juden gerichtet sind? Oder haben Sie einen Briefsteller auf dem Schreibtisch mit den korrekten Grußformen für alle Religionen? Ein fröhliches Halleluja für die Christen, ein freundliches Nirvana für die Buddhisten. Lecken Sie mich doch am Arsch mit Ihrem herzlichen Shalom. Überempfindlich. Natürlich bin ich überempfindlich. Ich habe eine zu dünne Haut, aber nicht vom angegriffen werden. Das tut zwar manchmal weh, aber es macht auch Hornhaut. Es trainiert. Die dünne Haut kommt von den Samthandschuhen, mit denen man ständig angegriffen wird. Von diesem permanenten randschmeißerischen Verständnis, von dieser ekelhaften Einfühlsamkeit. Aber wie soll ich das Ihren Schülern erklären, Herr Gebhardt? Wie soll ich das Ihren Schülern erklären? Vielleicht so. Sie möchten Ihre Schüler zur Toleranz erziehen und das ist ehrenhaft und lobenswert. Aber ich möchte in einem Deutschland leben, in dem man Jude sein kann, ohne dass die Leute um einen herum es automatisch für notwendig erachten, tolerant zu sein. Hier. Toleranz, vom lateinischen tolerare, erleiden, erdulden. Ich möchte aber nicht erlitten werden, nicht gelitten und nicht geduldet. Die permanente Solidarität geht mir auf die Nerven. Ich kann Leute nicht ausstehen, die morgens nach dem Aufwachen immer erst mal 10 Minuten solidarisch sind, bevor sie sich die Zähne putzen. Ich weiß ja, dass es gut tut, ein guter Mensch zu sein. Aber zieht mich da nicht rein. Ich will die Sonderrolle nicht haben, nicht im Schlechten und nicht im Guten. Ein ganz gewöhnlicher Mensch möchte ich sein. Ein ganz gewöhnlicher Jude. Und damit fängt es schon an. Ein gewöhnlicher Jude in Deutschland, das ist wie ein ganz gewöhnliches Spitzmaulnashorn in Afrika, ein Widerspruch in sich. Wir sind zu selten geworden, wir Nashörner. Man hat uns zu lange gejagt und abgeschossen. Wir sind ein Fall für die Tierschützer geworden, für Greenpeace und den Verein für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Nashörner guckt man sich im Zoo an, Juden lädt man sich in den Unterricht ein. Ich weiß, Sie meinen es gut, Herr Gebhardt. Sie meinen es sicher alle gut an Ihrem... Kurt-Tucholsky-Gymnasium. Schon bei der Namensgebung für Ihre Schule haben Sie es gut gemeint. Kurt Tucholsky.
hat sich im Exil umgebracht, aber nicht, weil er Jude war, weil er Deutscher war und das nicht mehr ausgehalten hat. Vielleicht. Was weiß man? Hier unten sind sie. Versteckt. Begraben. In dem Karton ist meine ganze Geschichte drin. Die ganze Familie. Das ganze Kartenspiel. Bube, Dame, König, Ass. Bube, Dame, König, Ass. Juden und Nichtjuden sehen sich ihre Familienfotos nicht auf dieselbe Weise an. Wussten Sie das? Unsere Erinnerungen sind nicht von derselben Art. Sie sagen, das war der Onkel mit der ganz dicken Frau. Die Tante ist mal bei einer Ruderpartie aus dem Kahn gefallen. Der hier war Bäcker und hat immer Rosinenbrötchen mitgebracht, wenn er zu Besuch kam. Sowas sagen wir nur bei ganz alten Bildern. Nur bei Fotos von den Leuten, die das Glück hatten, rechtzeitig tot zu sein. Bei allen anderen heißt es Theresienstadt, Auschwitz, ausgewandert nach Caracas, verschollen. Eigentlich wären wir eine große Familie, lieber Goldfarbs. Notiz an mich. Wenn ich aus dem Brief einen Artikel mache, müsste man hier mein Kinderfoto abdrucken. Was ist denn? Ich? Ich als kleiner Deutscher verkleidet. Mein Vater hat mir die Hosen gekauft zum ersten Schultag. Nicht neu, natürlich. Aber Lederhosen gehen ja nie kaputt. Bisschen zu eng waren sie von Anfang an, haben gedrückt zwischen den Beinen. Ich hab gedacht, das müsste so sein. Ich dachte, den anderen tut es auch jedes Mal weh, wenn sie sich hinsetzen. Sie drücken auch immer die Lederhosen. Notiz an mich. Hier das Foto von dem Laden, Hohe Luftchaussee. Das sind meine Eltern. Simon Goldfarb und seine Frau Edith, geborene Bornstein. Haushaltswaren für die anspruchsvolle Kundschaft. Sie waren immer so stolz auf ihren Laden. Immer das Neueste und Angesagteste. Eigentlich müsste man ein Foto von der Kaffeemaschine dazustellen. Heute ist sie natürlich altmodisch, aber damals, mein Vater war für alles Moderne. Den alten Krempel einfach vergessen, hat er immer gesagt. Alles wegschmeißen, wieder bei Null anfangen und es besser machen. Er war ein Optimist, mein Vater, auch nach allem, was passiert war. Ein unverbesserlicher Träumer. Alle Optimisten sind Träumer, darum behalten die Pessimisten ja auch immer recht. Sie werden bloß nicht glücklich dabei. Wie stolz du da stehst vor deinem Laden. Optimist. Ich hab dich oft ausgelacht dafür. Ausgelacht und beneidet. Man musste Optimist sein, um nach Deutschland zurückzukommen damals. Die schwarze Zeit hat er in England überlebt. Sie hatten ihn hingeschickt, einen 15-jährigen Jungen, ganz allein. Deponiert wie einen Koffer und hinterher war niemand mehr da, ihn abzuholen. Er hat gedacht, man kann weitermachen. Das zerrissene Stück sauber abschneiden und ein neues ansetzen. Sein Vater war Schneider gewesen. Aber die Methode funktioniert nicht mit Leichentüchern. Ein interessantes Detail für Sie, Herr Geppert. Orthodoxe Juden haben ihr Leichenhemd immer griffbereit im Schrank. Sargenes nannte mein Vater das gute Stück. Das Hemd für den Sarg. Einmal im Jahr zieht man es an, am Pessachfest, einen Abend lang. Das ist ein fröhliches Fest, an dem viel gesungen wird und gelacht. Und der Hausherr sitzt da in seinem Leichenhemd und freut sich mit. Das wäre doch was für Ihre Schüler, Herr Geppert. Eine interessante Anekdote aus den Sitten und Gebräuchen eines exotischen Volkes. Haben Sie sich sowas vorgestellt?
Meine Mutter nahm immer 3 Stück Zucker, manchmal 4. Sie war im Lager gewesen und konnte es nachher nie mehr süß genug haben. Ich weiß genau, was für ein Gesicht Sie machen werden, wenn Sie das lesen, Herr Gebhardt. Das deutsche Betroffenheitsgesicht, das Lea-Roche-Gesicht, das Gedenkansprachen im Bundestag-Gesicht. Das müssen Sie nicht, Herr Gebhardt. Das hier ist eine Kaffeetasse, keine Moralkeule. Ich habe das Lager, in dem meine Mutter als junges Mädchen vegetierte, nicht erwähnt, damit Sie ein schlechtes Gewissen haben. Ich kann diesen, ach, wie war das alles, schrecklich Reflex genauso wenig leiden wie Martin Walser. Aber ich kann auch nicht immer einen Bogen um das Thema machen. Das verkrümmt auf die Dauer den Rücken. Mal muss man auch im Haus des Henkers vom Strick reden. Und es ist nun mal so, dass die Leute auf meinen Familienfotos auf ganz andere Weise tot sind als die Leute auf ihren. Umgebracht ist nun mal nicht dasselbe wie gestorben. Ermordet nicht dasselbe wie gefallen. Vergasung ist nicht dasselbe wie Lungenentzündung. Ich kann es nicht ändern. Wir haben die gleiche Geschichte, aber nicht die gleichen Geschichten, Sie und ich. Obwohl es alles deutsche Geschichten sind. Heute brauche ich das auch. Geschmackloses Thema. Ich wollte Ihnen auch etwas ganz anderes erzählen. Die Liebesgeschichte meiner Eltern. Wenn es denn eine Liebesgeschichte war. Doch, es war eine Liebesgeschichte. Oder nennt man es nicht Liebe, wenn man jemanden sucht, an dem man sich festhalten kann. Festklammern. 1946 haben sie sich kennengelernt, hier in Hamburg. Man ist furchtbar allein, wenn man nach Hause kommt und es ist nichts mehr da. Kein Verwandter, kein Zuhause. Immer wenn ich mir dieses Bild ansehe, habe ich das Gefühl, da stehen sie nebeneinander und haben eigentlich nichts gemeinsam, außer dem, was sie nicht mehr haben. Ich besitze kein einziges Foto, auf dem sie sich anlächeln. Als sie sich trafen, er aus England zurückgekommen und sie aus der Hölle, da gab es Wichtigeres zu tun, als sie fotografieren zu lassen. Und später haben sie nicht mehr gelächelt. Meine Mutter hat gelacht, ja, zu oft und zu laut. Aber gelächelt nie. Sie hat es wohl verlernt. Er war ein Geschäftsmann und sie war eigentlich dafür gemacht, ihr ganzes Leben eine höhere Tochter zu bleiben. 2 Planeten in verschiedenen Umlaufbahnen. Ich glaube, sie haben sich nur zusammengetan, um nicht aufzugeben. Mich nur gemacht, um etwas zu beweisen. Ich habe sie lange warten lassen, bis 1959. Ich war ein spätes Kind. Sie hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben. Aber dann war der Beweis endlich da, dass es nicht zu Ende war, dass es weitergehen konnte, dass es eine Zukunft gab. Es ist ein Scheißjob, wenn man als Beweis für etwas durchs Leben gehen muss. Ich habe meine Eltern nie gefragt, ob sie sich einmal geliebt haben. Manche Dinge kann man seine Eltern nicht fragen. Vielleicht hätte ich ihnen auch so einen Brief schreiben sollen. Sie einladen, mal bei ihrem Sohn vorbeizukommen für eine Unterrichtsstunde, sich hinzusetzen und zu erklären, aufzuklären. Weil man sich doch so fremd ist. Und das ist doch so schade. Nicht wahr? Etwas beweisen müssen. Immer etwas beweisen müssen. Ich musste ständig etwas beweisen. Meinem Vater, dass sich seine Investition gelohnt hatte. Dass es kein Fehler war, zurückzukommen in dieses Deutschland. Dass er nicht den falschen Entschluss gefasst hatte damals. Er war ja hier nicht gestrandet wie andere, nicht zufällig angespült worden. Er hätte in England bleiben können, aber er wollte nach Hause. Wir sind hier doch zu Hause, das war sein Satz. Immer heftiger hat er das gesagt. Je mehr einer seinen Glauben verliert, desto lauter betet er. Einmal, da hat er schon nicht mehr lange zu leben gehabt mit seinem Lungenkrebs. Da habe ich ihn gefragt, warum er nicht dort geblieben ist. Und wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Weil es im Englischen kein Wort für Gemütlichkeit gibt. Verstehen Sie das, Herr Gebhardt? Gemütlichkeit. So ein deutsches Wort.
Und ich? Ich war nun also der Beweis dafür, dass sich das alles gelohnt hatte, dass es weitergehen konnte, dass man in diesem Land zu Hause sein konnte. Ich hatte glücklich zu sein für ihn. Glücklich und erfolgreich und einer wie alle. Machen Sie das mal, Herr Gebhardt. All die Jahre in einer zu engen Lederhose herumlaufen und dazu lächeln, lächeln. Bin ich nicht ein fröhlicher Mensch, immer positiv und gut drauf? Auch eine der Rollen, die ich einstudiert habe. Das alles könnte ich Ihren Schülern ja gerade noch erklären. Aber meine Mutter... Vielleicht, wenn ich kein Einzelkind gewesen wäre. Aber das bisschen Lebenskraft, das ihr noch geblieben war, hatte sie alles für mich verbraucht. Eine Glucke mit nur einem Küken hat verdammt viel Zeit, sich darum Sorgen zu machen. Ich war nicht nur ihr einziger Sohn, ihr einziges Kind. Ich war für sie der einzige Mensch auf der Welt. Der einzige jüdische Mensch, der Stellvertreter für alle anderen. Was ich tat, hatten alle getan. Und was man mir vorwerfen konnte, warf man uns allen vor. Wenn ich im Hof herumbolzte, dann trat das ganze jüdische Volk gegen den Fußball. Und wenn der in einer Fensterscheibe landete, dann drohte immer gleich ein Pogrom. Das macht Risches. Das war ihre Allzweckwaffe, ihr moralisches Flächenbombardement. Der pädagogische Würgegriff, aus dem man sich nicht herausfinden konnte. Das macht Risches, Emanuel. Sie wissen nicht, was Risches ist. Doch... Doch, Herr Gebhardt, Sie wissen es. Man kann nicht in Deutschland leben und es nicht wissen. Sie kennen bloß das Wort nicht, ein jüdisches Wort. Hakenkreuz auf Grabsteine geschmiert, das ist Risches. Eine eingeschlagene Scheibe im koscheren Restaurant, das ist Risches, aber es geht auch kleiner. Herr Rosenfeld wird nicht in den Golfclub aufgenommen, Risches. Der Lehrer gibt mir eine schlechte Note, Risches. Meine Mutter erklärte die ganze Welt mit diesem Wort. Soll ich Ihnen einen Witz erzählen, Herr Gebhardt? Zur Auflockerung der trockenen Materie, das tun Sie doch sicher auch manchmal als guter Pädagoge. Passen Sie auf. Ein stotternder Jude bewirbt sich als Fernsehmoderator. Als er vom Vorsprechen zurückkommt, fragt ihn sein Freund, nu, haben Sie dich genommen? Nein, sagt er. Und warum nicht? Alles Antisemiten. So dachte meine Mutter. Verfolgungswahn, natürlich. Aber nach so viel Verfolgung ist ein bisschen Wahn doch nur verständlich. Das war ja auch nicht das Schlimme für mich. Alle Mütter haben Macken und jüdische Mütter sind berühmt dafür. Das Schlimme war, ich war schuld. Ich, der Schuljunge Emanuel Goldfarb. Alles, was ein klein bisschen weniger perfekt an mir war, machte Risches, gab den anderen eine Handhabe und die anderen waren überall. Ich wusste, was meine Mutter durchgemacht hatte. Ich wusste es nicht genau, denn sie redete nicht darüber, aber es muss furchtbar gewesen sein. Ich wusste, dass vielen meiner Verwandten das Gleiche passiert ist. Noch Schlimmeres. All die Fotografien, die meine Eltern manchmal auf dem Küchentisch sortierten. Bube, Dame, König, Ast, Theresienstadt, Auschwitz, Caracas, verschollen. All die Onkel und all die Tanten, die nur noch Erinnerungen waren, nur noch Fotografien, wegen Risches. Und wer verursachte Risches? Ich. Jedes Mal, wenn ich eine Nachbarin nicht höflich genug grüßte oder zu spät zur Schule kam. Verdammt viel Verantwortung für einen kleinen Jungen. Verdammt viel Verantwortung. Sehen Sie, Herr Gebhardt, das ist also einer der Gründe, warum ich Ihre Einladung nicht annehme und Ihren Schülern das alles nicht erklären kann. Weil ich in diesem Punkt nicht sachlich bin. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich hinter mir selber hergelaufen bin, die ganze Zeit, wie ich mir selber über die Schulter geschaut und auf mich aufgepasst habe, die ganze Zeit, dass ich auch ganz bestimmt alles richtig mache, damit auch ganz bestimmt keiner etwas auszusetzen haben kann, die ganze Zeit, dann werde ich heute noch wütend auf meine Mutter und dann werde ich wütend auf mich, weil ich wütend auf sie bin. Und daraus sollen ihre Schüler etwas lernen. Ich habe ja selber nichts daraus gelernt. Was soll es bedeuten? Heine.
Auch so ein Jude, der gerne ein ganz gewöhnlicher Deutscher gewesen wäre. Oder ein ganz gewöhnlicher Franzose oder ein ganz gewöhnlicher irgendwas. Unter den Nazis hat er es dann endlich geschafft. Da standen seine Gedichte in den Schulbüchern, aber da hat keiner gesagt, das hat ein Jude gedichtet. Ein ganz einfacher Trick. Sie haben drunter geschrieben, Autor unbekannt. Unbekannt sein. Vielleicht wäre das die Lösung. Sehen Sie, Herr Gebhardt, es funktioniert nicht. Sie wollen von mir wissen, was das ist, ein Jude heute in Deutschland. Und ich erzähle Ihnen immer von damals, das ist unser Problem. Zu viel Vergangenheit. Man schleppt so viel Vergangenheit mit sich rum, dass man mit dem Wegräumen gar nicht nachkommt. Geschichte, die jüdische Krankheit. Bis heute feiern wir den Auszug aus Ägypten. Die Pharaonen, die uns damals unterdrückt haben, liegen schon lange mumifiziert in ihren Pyramiden, aber wir feiern noch immer. Oder der Tempel in Jerusalem. Bald 2000 Jahre ist es her, dass die Römer ihn zerstört haben. Das Römische Reich ist ewig untergegangen, aber wir hören immer noch nicht auf zu trauern. Die jüdische Krankheit, wir können nicht vergessen. Na schön. Die Christen freuen sich auch immer noch über eine Geburt, die 2000 Jahre her ist, aber das war ja auch ein Jude. Wir können nicht loslassen. Wir waren immer so mit dem Erinnern beschäftigt, dass wir nie dazu gekommen sind, endlich einmal auszusterben wie alle anderen. In den Talmud-Schulen führen sie heute noch Debatten weiter, die im Mittelalter schon historisch waren. Geschichte, alles unsere Geschichte. Man schleppt sie mit sich herum wie einen Buckel. Na gut, in Indien oder in China ist auch viel passiert im Laufe der Jahrtausende, nur es gibt 1 Milliarde Chinesen. Die können all die Historie irgendwie zwischen sich aufteilen. Aber wir Juden, vor allem wir deutschen Juden, viel zu viel Geschichte für so wenig Leute. Viel zu viel Geschichte. Ich habe versucht, davon wegzulaufen, aber so schnell kann keiner rennen. Es fängt schon damit an, wie man heißt. Goldfarb. Wissen Sie, was der Name bedeutet? Nein, nicht, dass mein Ur-Ur-Urgroßvater blonde Haare hatte, goldfarbene Haare wie in Grimms Märchen. Es bedeutet ganz einfach, dass einer meiner Vorfahren genügend Geld hat, um einen Beamten zu bestechen. Das ist doch was für Ihre Schüler. Passen Sie auf. Juden hatten ursprünglich keinen Familiennamen. Man nannte sich nach seinem Vater, ganz einfach. Isaac, der Sohn von Abraham, Jakob, der Sohn von Isaac. So wie ich Emanuel Ben Shimon heiße und mein Sohn... Ich wollte Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich bin gut im Geschichtenerzählen, sagt man. Also... Juden nannten sich nach ihren Vätern. Patronym heißt das, wenn sie es ihre Schüler im Wörterbuch nachschlagen lassen wollen. Bis eines Tages der Kaiser oder der König oder wer immer es war, beschloss, dass sie alle einen Familiennamen annehmen sollten, damit man die Rubriken besser ausfüllen konnte in den Formularen und in den Akten. Sie marschierten also alle aufs Amt und dann kam es darauf an. Wenn einer ein bisschen Geld hatte, konnte er sich einen hübschen Namen kaufen. Goldfarb, Rosenthal, Lilienfeld. Wenn einer arm war... Oder da saß ein Beamter, dem sein Spaß mehr wert war als die paar Groschen. Dann konnte es schon passieren, dass die Familie von dem Tag an Kanalgeruch hieß oder Schweißloch. Ja, auch Antisemiten lachen gern. Ich habe einen gekannt, einen Rechtsanwalt, der hieß Treppengeländer. Dr. Jur Treppengeländer. Ich habe ihn gefragt, warum er seinen Namen nicht schon lange geändert hat. Und wissen Sie, was er mir ganz ernsthaft erklärt hat? Weil ich stolz darauf bin. Verstehen Sie das? Ich habe es nicht verstanden. Bis er mir dann diesen Witz erzählt hat.
Ja, noch ein Witz. Der goldene jüdische Humor wird immer gern genommen. Sagt einer, ich bin Jude und ich bin stolz darauf. Fragt der andere, warum? Sagt der Erste, nu, wenn ich nicht stolz bin, bin ich doch Jude. Bin ich lieber stolz? Das war gar kein Witz, Herr Gebhardt. Das war Philosophie. Emanuel Goldfarb. Wissen Sie, was mein Vorname bedeutet? Emanuel, Gott ist mit uns. Ich weiß nicht, ob das eine Hoffnung ist oder eine Drohung. Aber wenn er nicht mit uns wäre, hätten wir nicht so verdammt viel Geschichte aushalten müssen. Mein Vater, der unheilbare Optimist, hat immer gesagt, es ist ja viel Schlimmes passiert, aber eines ist sicher, in Deutschland wird es nie wieder Antisemitismus geben. Auch so ein jüdischer Witz. Obwohl. Das müsste eigentlich ein jüdisches Wort sein, obwohl. Sowohl als auch. Jede Sache hat zwei Seiten mindestens. Ein Freund von mir, ein ganz orthodoxer Jude, einer mit Päis, dem man sein Judentum ansieht, wenn er über die Straße geht, wurde mal gefragt, ob er im Alltag etwas von Antisemitismus spüre. Er sagte, Gott sei Dank, ja. Ohne Antisemiten, das ist seine feste Überzeugung, gäbe es uns Juden schon lange nicht mehr. Wir hätten uns aufgelöst in unserer Umwelt, wie ein Stück Zucker im Kaffee. Wären einfach verschwunden. Nur, dass der Kaffee vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen süßer wäre. Einfach aussteigen können aus der Geschichte. Das wäre ein Ziel aufs Innigste zu wünschen. Sie als Lehrer würden das natürlich nicht so toll finden. Dann gibt es ja gar kein Judentum mehr, das man im Sozialkundeunterricht behandeln könnte. Aber, Herr Goldfarb, würden Sie sagen, wir müssen doch aus der Geschichte lernen. Und ich antworte Ihnen, es lernt keiner was. Wir lernen aus der Geschichte, dass wir nichts lernen. Aber keine Angst, wir steigen nicht aus. Es wird uns gar nicht gelingen. Nicht solange Gott mit uns ist. Wir sind sein auserwähltes Volk. Ich weiß nicht, womit wir diese Strafe verdient haben. Was immer es war, allmählich müsste sie abgesessen sein. Es reicht. Der liebe Gott könnte sich mal ein anderes Volk auserwählen zur Abwechslung. Die Belgier vielleicht oder die Ostfriesen. Uns reicht's. Das Judentum ist eine Religion, so weit, so einfach. Nein, so weit, so kompliziert. Aus einer Religion kann man austreten, zur Konkurrenz überlaufen, Atheist werden, aufhören zu glauben. Wir haben immer dran glauben müssen. Das Judentum ist keine Religion, es ist ein Unglück. Nicht von mir. Schon wieder Heinrich Heine. Wir haben keine Wahl. Vor 100 Jahren haben sich viele deutsche Juden taufen lassen, um endlich, endlich dazuzugehören. Die Taufe als Eintrittsbillet. Es hat ihnen nichts genützt. Für ihre Umwelt waren sie keine Christen geworden, sondern nur getaufte Juden. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft, die durch das zusammengehalten wird, was die anderen von uns glauben. Und wenn man mit Wortspielen etwas bewirken könnte, würden wir die Welt regieren. Ich habe mal gedacht, man könne sein Judentum ablegen wie einen Mantel, der einem nicht mehr gefällt. Ich habe es versucht. Wer trägt denn heute noch Kaftan, habe ich gedacht. Es kann doch gar nicht so schwierig sein, habe ich gedacht.
Es ist doch gar kein so großer Schritt, habe ich gedacht. Schließlich waren wir nie religiös bei uns zu Hause. Wir hatten Traditionen, ja. Chanukka-Lichter und Matzes am Pessach, aber das ist etwas anderes. Folklore. Sind Sie religiös, Herr Gebhardt, nur weil Sie einmal im Jahr ein paar Kerzen an einen Tannenbaum klemmen oder einem Schokoladenhasen die Ohren abbeißen? Religion. Mein Vater war sich sicher, dass es keinen Gott gibt. Meine Mutter war da pessimistischer. Er existiert, war ihre Überzeugung. Aber er hatte versagt. Hatte sich die Juden ausgesucht und dann das Interesse an ihnen verloren. Wollte nicht mehr spielen mit seinen Zinnsoldaten und haute ihnen jetzt die Köpfe ab. Kennen Sie Yom Kippur? Den Versöhnungstag? Man geht in die Synagoge, schlägt sich an die Brust und bekennt seine Sünden. Ordentlich alphabetisch aufgelistet. Aschamnu, Bagadnu, Gazalnu, Debanu, Dofi. Und man fastet. Nicht katholisches Fasten, einmal die Woche kein Fleisch. Wir sind ein gründliches Volk. Wenn wir fasten, dann richtig. Da gibt es überhaupt nichts zu essen. Vom Vorabend bis zum Sonnenuntergang. Mit knurrendem Magen rufe ich zu dir, o Herr. Wie soll ich Ihnen erklären, wie wichtig dieser Feiertag für Juden ist? An Yom Kippur werden die Atheisten rückfällig und gehen in die Synagoge. Mein Vater hat diesen Tag nie ausgelassen. Hat zuerst darüber gespottet und dann gefastet. Man kann nie wissen, vielleicht gibt's ihn ja doch. Aschamnu, Bagadnu. Wissen Sie, was mir passiert ist, als ich zum ersten Mal an Yom Kippur etwas gegessen habe? Ich habe gekotzt. Mir war mein Judentum auf den Magen geschlagen. Ein Schuldbewusstsein, das ich so nie in mir vermutet hätte. Die Angst davor, von Gott bestraft zu werden, weil ich nicht mehr an ihn glaubte. Egal. Irgendwann hatte ich mich von all dem getrennt, meinte ich. Na schön. Wenn ich nach Yom Kippur mit meinen Eltern telefonierte und sie mich fragten, wie ich gefastet hätte, dann log ich sie immer noch an. Um ihre Gefühle zu schonen, redete ich mir ein. Ich wollte nichts mehr zu tun haben mit diesem ganzen Berg von Vorschriften. 248 Gebote abgeschafft, 365 Verbote gestrichen. Ich wollte mir meine eigenen Gesetze machen. Emanuel Goldfarb gegen den Rest der Welt. So ein neuer Anfang gibt Kraft, dachte ich. Dann ist wieder alles möglich, dachte ich. Notiz an mich. Wenn ich aus dem Artikel ein Buch mache, könnte man das hier auf den Titel setzen. Freud, Marx, Einstein, Christus. Alles Juden, die beschlossen haben, die Welt nach ihren eigenen Regeln neu zu erschaffen. Haben sich radikal gelöst von allem, was man ihnen eingetrichtert hatte. Und das hat ihnen den Kopf frei gemacht, um etwas völlig Neues zu erfinden. Was richtig war, muss nicht richtig bleiben. Das war ihr Motto. Bei Null anfangen. Und es sind tolle Sachen dabei herausgekommen. Die Psychoanalyse, der Marxismus, die Relativitätstheorie, das Christentum. Alles typisch jüdische Erfindungen. Bei Null anfangen. Das wollte ich auch. Ich hatte nur eine winzige Kleinigkeit übersehen. Das waren Genies. Und im Gegensatz zu dem, was Philosemiten fantasieren und Antisemiten befürchten, sind wir Juden im Durchschnitt auch nicht begabter als andere Leute. Ich ganz bestimmt nicht. Ich bin kein Freud und kein Einstein. Ich bin nur Emanuel Goldfarb, ein ganz gewöhnlicher Jude, der mit seinem Projekt, ein ganz gewöhnlicher Deutscher zu werden, kläglich gescheitert ist. Gescheitert.
Soll ich das Ihren Schülern erzählen, Herr Gebhardt, dass es keinen Sinn hat? Dass man sich anpassen kann oder nicht anpassen? Dass man sich Lederhosen anziehen oder die Schläfenlocken bis zum Boden wachsen lassen? Dass man laut sein kann oder leise? Dass das alles egal ist, scheißegal, weil man nicht rauskommt aus seiner Rolle. Nicht hier in Deutschland, nicht in diesem Land, wo man die Erinnerung wiederkäut, jeden Tag, wie einen unverdauten Bissen, den man nicht ausspucken und nicht runterschlucken kann. Nicht in diesem Land, wo im Fernsehen die Gedenksendungen über den Holocaust laufen wie Werbespots für Slip-Einlagen, so regelmäßig und so unbeachtet. Ersatzflüssigkeit hier und Ersatzflüssigkeit dort. Nicht in diesem Land, wo ein Lehrer einen höflichen Brief an die Gemeinde schreibt, um sich einen echten Juden für den Sozialkundeunterricht zu engagieren. Ein Anschauungsobjekt für die eigene Unvoreingenommenheit. Mathematik von 9 bis 10, Toleranz von 10 bis 11. Soll ich das Ihren Schülern erzählen, Herr Gebhardt? Dass es keine Selbstverständlichkeit für uns geben kann. Nicht auf der einen Seite und nicht auf der anderen, weil es eben zwei Seiten sind. Und zwei Seiten bleiben, weil es keinen Zentralrat der jüdischen Deutschen gibt und keinen der deutschen Juden, sondern nur einen Zentralrat der Juden in Deutschland. Was sich für mich immer anhört wie ein Folkloreverein. Eine Gruppe von Leuten mit Heimweh. Die Türken in Deutschland, die Marsmenschen in Deutschland, die Juden in Deutschland. Soll ich das Ihren Schülern erzählen? Merken Sie nicht, dass Ihre gute Absicht genau das bewirkt, was Sie verhindern will. Ich bin's, bist du da? Emanuel, bist du da? Nimm den Hörer ab. Ich habe noch zwei Karten bekommen. Wir müssen um 19 Uhr da sein. Ich warte im Foyer auf dich. Ruf mich doch. Claudia? Ja, entschuldige. Ich habe das vergessen. Ich kann nicht, ich arbeite gerade. Kann ich dir jetzt nicht erklären. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin, gut? Ciao. Merken Sie nicht, dass Ihre gute Absicht genau das bewirkt, was Sie verhindern will. Es wird nie ein Jude einfach sein können in Deutschland. Nicht zu Ihren Lebzeiten und nicht zu denen Ihrer Schüler. Und das liegt nicht an Ihnen und das liegt nicht an uns. Wir haben alle von der Geschichte die gleichen schlechten Karten bekommen. Bube, Dame, König, Ass. Aber vielleicht... Aber vielleicht haben Sie ja recht und ich habe Unrecht. Vielleicht müsste ich Ihre Einladung annehmen. Vielleicht ist das die einzige Funktion, die für uns übrig ist in diesem Land. Es gibt so wenige Juden und so viele Deutsche, die gerne zeigen würden, dass sie keine Berührungsängste haben. Das ist eine Marktlücke. Ich sollte ein Gewerbe daraus machen. Wie geht's denn so beruflich? Danke, kann ich klagen. Habe einen gut gehenden Judentumsvertrieb. Vormittags Schulbesuche nach Tarif A und abends kann man mich für private Anlässe mieten. Ein echter Jude mit am Tisch, das schmückt so ein Abendessen doch ungemein. Offizielle Veranstaltungen kosten natürlich mehr. Eröffnung von jüdischen Museen und Einweihung von Holocaust-Gedenkstätten. There's no business like sure business. Der Betroffenheitszuschlag richtet sich nach der Länge der Ansprachen. Tut mir leid, Herr Gebhardt. Ich weiß, Sie haben das nicht verdient. Sehen Sie, das ist auch einer der Gründe, warum ich Ihre freundliche Einladung nicht annehmen kann. Weil ich immer gleich so unsachlich werde, wenn es um mein Judentum geht. Sie müssen das verstehen. Ich bin über einen Satz nie hinweggekommen. Du bist so unerträglich jüdisch geworden für jemanden, der das gar nicht mehr sein will. Das ist meine Frau. Das war meine Frau. Das geht sie nur auch wirklich nichts an.
Hier habe ich gestanden. Genau hier, habe einen Fuß auf das Geländer gesetzt und habe gesagt, ich springe runter. Ja. Ich habe mich da oben festgehalten, so fest ich konnte, und habe nicht runtergeschaut, weil ich bin nicht schwindelfrei. Ich springe runter, habe ich gesagt. Und ich weiß noch, meine Stimme kam mir zu dünn vor. Unten fuhren die Autos vorbei, wie jetzt, und jeder LKW, der den Gang wechselte, war lauter als meine Drohung. Ich bringe mich um, habe ich gesagt. Wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Sie stand da an der Tür eine ganze Weile und hat mich angeschaut. Nur angeschaut. Und dann hat sie gesagt, ein bisschen zornig und ein bisschen mitleidig. Siehst du, Emanuel, das ist genau das, was ich meine. Du bist so melodramatisch geworden. Ich habe mich natürlich nicht umgebracht. Ich habe gar nicht den Mut dazu oder die Feigheit. Ich bin wieder runtergestiegen, ganz vorsichtig. Und dann standen wir uns eine ganze Weile gegenüber, meine Frau und ich, wortlos. Schauten wir uns an. Nein, durcheinander durch. Schauten aneinander vorbei. Und plötzlich habe ich angefangen zu lachen. Siehst du jetzt endlich ein, wie lächerlich du bist, hat sie gesagt. Aber das war es nicht. Mir war ein Satz durch den Kopf geschossen. Ich weiß nicht, woher er kam. Ausgerechnet in dieser Situation ein total blödsinniger Satz. Aber ich habe ihn gehört, als ob ihn wirklich jemand zu mir gesagt hätte. Als ob meine Mutter, die damals schon 3 Jahre tot war, neben mir gestanden und zu mir gesprochen hätte. Emanuel, hörte ich in meinem Kopf, wenn du da jetzt runterspringst, pass auf, dass du kein fremdes Auto beschädigst. Das macht Risches. Ein jüdischer Kopf. Es geht mir beschissen und er macht Witze. Wir haben nicht über dasselbe gelacht. Vielleicht hat meine Ehe auch deshalb nicht funktioniert. Es ging nicht. Obwohl ich gebettelt habe und geweint und getobt und argumentiert und damit alles immer nur schlimmer gemacht. Sind Sie verheiratet, Herr Gebhardt? Wenn Sie ganz sicher sein wollen, dass Ihre Frau Sie verlässt, dann flehen Sie sie 10-mal am Tag an, doch bitte, bitte bei Ihnen zu bleiben. Sie hieß Hanna. Ein klassischer jüdischer Name, nicht? Aber die Welt ist nicht so ordentlich. Sie hieß so, weil sie am 12. Dezember Geburtstag hatte. Und da steht im heiligen Kalender Johanna. Als Kind hat sie sich immer darüber geärgert, dass bei ihr Geburtstag und Namenstag zusammenfielen, sondern nur einmal gefeiert wurde. So hat jede Religion ihre eigenen Probleme. Hier. Das hat sie mir mal geschenkt, aus Jux. Johanna von Orléans mit Rüstung und Heiligenschein. Und ich habe sie in den Schiller gesteckt, auch aus Jux. Als Buchzeichen für die Jungfrau von Orléans. Wir nahmen die Sache locker am Anfang. Wir haben uns an der Uni kennengelernt. Ich war damals bei den Soziologen. Nicht, weil mich das Fach sonderlich interessierte, sondern weil es mir so schön weit weg schien von einem Haushaltswarengeschäft. Außerdem war es Mode. Mit all den Soziologen, die sich damals in den Hörsälen drängten, hätte man locker einmal pro Woche die Welt umkrempeln können, wenn sich denn etwas ändern ließe mit guten Absichten an der Welt. Und mit klugen Büchern. Gott, waren wir alle naiv in unserer Gescheitheit. Hanna hat darüber gelacht. Sie hat Maschinenbau studiert, was damals ungewöhnlich war für ein Mädchen. Für eine Frau. Eine Maschine funktioniert oder sie funktioniert nicht, hat sie immer gesagt.
Da kann man sich nicht zurecht diskutieren. Ach, Anna, du hattest ja so recht. Eine Ehe funktioniert oder sie funktioniert nicht. Wir haben uns in der Mensa kennengelernt. Kennen Sie die Mensa der Uni? Der Ort mit dem schlechtesten Kaffee der Welt. Spülwasser. Hanna saß allein an einem Tisch und hatte sich einen Kaffee geholt. Sie nahm einen Schluck und spuckte ihn aus. Einfach so, ohne sich aufzuregen. Als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Spuckte den Kaffee auf ihr Tablett, kippte den Rest von der Tasse dazu und las weiter in ihrem Buch. Irgendwas Dickes, Technisches. Man hätte das schon fertig. Ein paar Leute haben gekichert oder sich mokiert, aber Hanna hat sie gar nicht beachtet. Blätterte eine Seite um und las weiter. Und dann, ohne dass ich was überlegt hätte, bin ich aufgestanden und zu ihr hingegangen. Gratuliere, habe ich gesagt. Ich hätte mich das nie getraut. Das war der Anfang. Ich habe Ihnen keine romantischen Erinnerungen zu bieten, Herr Gebhardt. Tut mir leid. Ich bin nie unter Hannas Fenster gestanden und habe ihr eine Serenade gebracht. Wir sind nie Hand in Hand durch ein Blumenfeld gehüpft. Das war nicht diese Art von Liebesgeschichte. Ich habe sie bewundert, weil sie so direkt war. So klar und ohne Umwege. Und Sie? Ich glaube, jetzt hinterher glaube ich, sie hat mich vor allem studiert. Wollte herausfinden, wie ich funktioniere. Maschinenbau. Da lief etwas ab, das sie sich nicht erklären konnte. Und das hat ihr keine Ruhe gelassen. Liebe hat auch immer etwas mit Neugierde zu tun, nicht? Ich habe das später oft ausgenutzt, die Neugierde. So manche Frau, die man auf einer Vernissage trifft, möchte gerne wissen, wie das ist, wenn man mit einem Juden schläft. Wenn wir etwas nicht verstehen, haben wir nur drei Möglichkeiten. Wir lieben es, wir beachten es gar nicht oder wir hassen es. Womit wir wieder beim Thema wären. Man kommt immer auf sein Thema zurück. Es fehlt ein Stück. Wenn man sich seine eigene Geschichte zusammensetzen will, fehlt immer ein Stück. Sehr geehrter Herr Gebhardt, sehr weit bin ich nicht gekommen. Soll ich ihm schreiben, sehr geehrter Herr Gebhardt, wir waren glücklich, Hanna und ich? Wir waren glücklich am Anfang. Es war überhaupt nicht schwierig, es ging ganz leicht, scheinbar. Sie war nicht katholischer, als ich jüdisch war. Sie hatte einen Adventskranz und ich einen Chanukka-Leuchter. Na und? Kerzen sind Kerzen. Im ersten Jahr, als wir zusammengelebt haben, haben wir mal Weihnachten gefeiert und uns darüber amüsiert. Wir waren moderne Menschen, der alte Krempel ging uns nichts an, dachten wir. Unterdessen bin ich gescheiter geworden. Nicht glücklicher, aber gescheiter. Das passt leider meistens nicht zusammen. Sehr geehrter Herr Gebhardt. Lassen Sie mich doch in Frieden. Wer gibt Ihnen das Recht, mich zum Nachdenken zu zwingen, nur damit Ihre Schüler Material für einen Aufsatz haben? Warum bleiben Sie nicht bei mein schönstes Ferienerlebnis, wie alle anderen auch?
Wir waren glücklich. Vorübergehend. Ich habe mir vorübergehend eingeredet, glücklich zu sein. Dieser Satz würde schon genügen, um zu beschreiben, wie man sich als Jude in Deutschland fühlt. Wir haben uns im Laufe der Geschichte immer mal wieder vorübergehend eingeredet, glücklich zu sein. Als mein Vater dann auch gestorben war, haben wir geheiratet. Nein, Herr Gebhardt, ich habe ihm Hannah nie vorgestellt. Ich wollte sie für mich behalten, in mehr als einem Sinne des Wortes. Mein Vater hätte nichts gesagt. Schließlich hatte er beschlossen, Atheist zu sein. Aber sein Sohn und eine Goethe, das wäre für ihn wie ein Verrat gewesen. Als ob ich sein Überleben abgewertet hätte. Er hätte es nicht verstanden. Oder schlimmer, er hätte es verstanden. Der richtige Verrat kam nach seinem Tod. Als ich seinen Laden verkaufte, das ganze Haus. Nur damit ich hier das Leben an meinem Schreibtisch... Naja, egal. Da sind so viele Fäden ineinander verknüpft, ich will nicht einmal versuchen, sie alle aufzudröseln. Erst einmal war ich verheiratet und ich war glücklich. Ein ganz gewöhnlicher Ehemann. Ich hatte es geschafft, bis... Wenn wir eine Tochter bekommen hätten, dann wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber wir hatten einen Sohn. Entschuldigen Sie. Es ist nicht gut, wenn man sich daran erinnert, wie glücklich man sein könnte. Wie glücklich man hätte sein können. Davon wegließe, könnte man denken, dann dürfte das doch gar nicht so große Auswirkungen haben, könnte man denken. Aber es gibt Dinge, die dürfen nicht fehlen, weil... Es gibt Dinge, die müssen fehlen, wenn man Jude ist und einen Sohn hat. Ich konnte eine Frau heiraten, die keine Jüdin war, kein Problem. Ich konnte alles ablegen, was ich an Formen und Äußerlichkeiten mitbekommen hatte, kein Problem. Aber dann war da plötzlich ein Kind. Und es war ein Sohn, mein Sohn. Und er war nicht beschnitten. Ich habe es nicht ertragen. Einfach nicht ertragen. Verstehen Sie das, Herr Gebhardt? Ja? Dann erklären Sie es mir bitte. Ich habe ihn gewickelt und gebadet und am liebsten hätte ich ihn auch noch selber gestillt. So sehr habe ich ihn geliebt. Aber wenn ich ihn dann in meinen Händen hielt, so nackt und hilflos, dann war da etwas, bei aller Liebe, dann war da etwas Fremdes an ihm, etwas Unvertrautes. Etwas, ich schäme mich es zu sagen, aber so war es, etwas Abstoßendes. Und ich kann es nicht erklären. Ihnen nicht und mir nicht und meinem Sohn auch nicht. Wir sehen uns jetzt oft und wir reden über alles, nur nicht darüber. Er fragt mich nicht, weil er spürt, dass ich keine Antwort wüsste. Keine vernünftige Antwort. Es war einfach so. Ich wusste, ein Sohn von mir muss beschnitten sein. Aus, Punkt, basta. Keine Diskussion.
Es gab natürlich Diskussionen. Stundenlang, tagelang. Die Art von Diskussion, die sich immer nur im Kreis dreht, wo immer die gleichen Standpunkte aneinanderschleifen, wie falsch zusammengesetzte Maschinenteile, wo sie immer an derselben Stelle aneinanderstoßen, immer mit demselben falschen Ton. Irgendwann geht was kaputt. Hanna war dagegen, stur dagegen. Nein, nicht stur. Ich will nicht unfair sein. Sie war prinzipiell dagegen. Stur klingt so verächtlich und es gab nichts zu verachten an ihren Argumenten. Sie hatte recht, genauso wie ich recht hatte, jeder in seiner Welt. Es gibt nichts Erschreckenderes in einer Ehe, als feststellen zu müssen, dass man nicht in derselben Welt lebt. Nie in derselben Welt gelebt hat. Wir seien uns doch einig gewesen, sagt Dana. Wir seien uns doch immer einig gewesen, dass wir beide mit Religion nichts am Hut hätten. Und jetzt verlange ich von ihr, sagte Hanna, dass ich ihren Sohn verstümmeln lasse für einen alten Aberglauben. Und ich hatte nichts dagegen anzuführen, als dass es so sein müsse, weil ich es anders nicht ertrug, weil da etwas in mir war. Anerzogen, angeboren, verdammt nochmal, was weiß denn ich? Weil da etwas in mir war, das es nicht zulassen wollte, dass mein Sohn in diesem Punkt anders sein sollte als ich. Können Sie es mir erklären, Herr Gebhardt? Natürlich nicht. Sie wissen wahrscheinlich noch nicht mal, wovon ich rede. Ich hatte keine Argumente, ich hatte nur ein Gefühl. Aber das war stärker als ich, stärker als alles. Ich verlor meine Frau und hätte fast meinen Sohn verloren. Aber dieses Gefühl hatte sich verselbstständigt und plötzlich sagte Hanna, du bist so unerträglich jüdisch geworden. Und sie hatte recht. Ich war mir ja selber unerträglich. Ich bin natürlich nicht vom Balkon gesprungen. Natürlich nicht. Mir fehlt das Talent zum Endgültigen. Wir haben unseren Sohn Michael genannt, ein neutraler Name, katholisch und jüdisch, der Name eines Engels. Schade, dass er nicht wirklich einer war. Das hätte vieles vereinfacht. Engel sind geschlechtslos, da gibt es nichts zu beschneiden. Ich bin dann fromm geworden. Nicht lange, aber heftig. Hab mich verkrochen in eine Welt, wo das Leben so voller Regeln ist, dass man es gar nicht mehr selber leben muss. Hab mich versteckt in einem Labyrinth aus Gesetzen und Vorschriften. 248 Gebote, 365 Verbote. Und jedes davon mit seinem eigenen Unterholz aus Verästelungen und Finessen. Religion als Fulltime-Job. Unausstehlich jüdisch, hatte Hanna gesagt. Und etwas in mir antwortete, dann aber richtig. Ich wurde so, wie Sie sich das wohl vorgestellt haben, Herr Gebhardt. Ein Jude, dem man sein Judentum auch ansieht, der etwas zu bieten hat für Ihre Schüler. Etwas zum Mitschreiben, damit es nicht vergessen wird im Aufsatz. Tefillin, Gebetsriemen. Am linken Arm, gegenüber dem Herzen. Und auf dem Kopf, wo der Verstand sitzt, wenn man denn einen Verstand hat. Du sollst sie dir als ein Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen eine Erinnerung sein zwischen deinen Augen. Wäre schön, wenn ich so in Ihrer Klasse wäre, Herr Gebhardt, ne? Dann könnten Sie jetzt ein Foto machen als Beweis, dass ein echter Jude da war. Ein echter exotischer Jude.
Jeden Morgen habe ich mir die Tefillin umgebunden, von Sonntag bis Freitag. Ich habe kein Gebet ausgelassen und keinen Fastentag. Ich hatte den Eifer des Neubekehrten. Nicht, weil ich etwas gefunden habe, sondern weil ich etwas suchte. Vielleicht versuchte ich mir einzureden. Vielleicht war es ja falsch gewesen, mich mein ganzes Leben dagegen zu wehren. Wenn das so tief in mir steckte, wenn das stärker war als ich, wenn ich lieber fast meinen Sohn verlor, als ihn unbeschnitten bei mir zu haben. Wenn das alles nicht rauszukriegen war aus mir, vielleicht musste ich es dann nur gründlich machen, konsequent. Und irgendwann würde alles richtig sein. Es hat nicht funktioniert. Natürlich nicht. Es war eine kurzfristige Flucht in die Orthodoxie und sehr bald habe ich mich selber eingeholt. Eingeholt und ausgelacht. Bloß weil man vor sich keinen Weg mehr sieht, kommt man rückwärts auch nicht weiter. Kann ich leider nicht annehmen. Weil ich nicht weiß, wie ich in 45 Minuten oder in 90, wenn es denn eine Doppelstunde sein muss, irgendjemandem erklären soll, wie man in Deutschland Jude sein kann, wo doch das Problem überhaupt schon darin liegt, dass man es überhaupt erklären muss. Immer und immer und immer wieder, den anderen und sich selber. Was? Es gibt diese alte Geschichte von dem weisen Rabbi, der aufgefordert wurde, das Wesen des Judentums zu erzählen. Erklären. Er dürfe aber nicht mehr Zeit dazu brauchen, als er auf einem Bein stehen könne. Er sagte, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das war's. Wenn er das Judentum in Deutschland hätte erklären sollen, er wäre auf die Schnauze gefallen. Solange kann keiner auf einem Bein stehen. Sehr geehrter Herr Gebhardt, Ihre freundliche Einladung kann ich leider nicht annehmen, weil... Weil ich Angst davor habe, und das ist das Schlimmste, weil ich Angst davor habe, zum Schluss zu kommen, dass es nicht geht. Dass es so etwas wie einen ganz normalen Juden nicht geben kann. Nie mehr. Nicht in diesem Land. Dass wir hier immer die Ausnahmetiere bleiben werden, die Spitzmaulnashörner, die man im Gehege füttert, eingesperrt hinter einem Stacheldraht aus Fürsorge und Solidarität, nur um vergessen zu können, dass man sie einmal abgeschossen hat. Dass wir immer Juden in Deutschland sein werden und nie jüdische Deutsche. Ein ewiger Sonderfall. Sehr geehrter Herr Gebhardt. Und etwas will ich schon gar nicht erleben. Dem Moment, der in jedem Gespräch kommt, früher oder später, meistens früher. Ich sehe schon vor mir, wie einer ihrer zweifellos sehr aufgeweckten Schüler den Finger hebt, um mir die Frage zu stellen, die ich nicht beantworten kann. Die ich nicht beantworten will. Nicht noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ich habe zwar durchaus eine Meinung dazu, aber... Aber ich will nicht dazu verpflichtet sein, eine zu haben. Ich will mir nicht eine Verantwortung aufbürden lassen, die mich ausgrenzt. Ausgrenzt im ganz wörtlichen Sinne. Die mich an die Grenze stellt, weil sie mir sagt, eigentlich gehörst du gar nicht in dieses Land.
Und die Frage kommt jedes Mal in jedem Gespräch, manchmal mitleidig, aber meistens vorwurfsvoll. Die immer gleiche Frage: Wie halten Sie es mit der israelischen Politik? Und ich kann nicht einmal antworten, dass sie mir scheißegal ist, denn das ist sie ja nicht. Ich habe durchaus eine Meinung dazu und Herr Sharon würde sich nicht sehr darüber freuen. Aber ich bin für die israelische Politik nicht verantwortlich. Nicht mehr als Herr Müller aus München oder Herr Schulze aus Berlin. Ich habe Sharon nicht gewählt. Er stand hier in Hamburg nicht zur Wahl. Und ich will noch nicht mal theoretisch gefragt werden, ob ich es getan hätte. Weil hinter der Frage, hinter der Tatsache, dass immer mir die Frage gestellt wird und nie Herrn Müller oder Herrn Schulze, weil dahinter immer unausgesprochen das Vorurteil lauert, eigentlich sei ja Israel meine wahre Heimat und nicht Deutschland. Eigentlich sei ich hier nur zu Besuch, seit Generationen immer nur zu Besuch. Sehen Sie, lieber Herr Gebhardt, und darum geht es nicht. Ich würde viel zu heftig reagieren, wenn mir einer Ihrer Schüler diese Frage stellt, weil sie mich jedes Mal wütend macht, auch wenn sie mitleidig daherkommt, vor allem, wenn sie mitleidig daherkommt. Ich habe nun mal nicht die überlegene Ironie eines Ignaz Bubis. Der schrieb einmal... Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, erhielt von der Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth, es ist schon eine Weile her, eine Glückwunschkarte zu Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, mit der sie ihm Frieden für sein Land wünschte. Er antwortete, er freue sich sehr über ihre Karte und schließe sich ihrem Wunsch nach Frieden gerne an. Allerdings könne er sich an den letzten Krieg in Hessen nicht erinnern. Der hessisch-bayerische Krieg liege doch nun auch schon wieder viele Jahre zurück. Ich habe das aufbewahrt, weil man es genau so eigentlich machen sollte. Mit einem überlegenen Lächeln. Ironisch. Aber ich schaffe diese Distanz nicht. Ignaz Bubis konnte das. Er hat, trotz allem, was er erlebt hat, sein ganzes Leben lang nie an seinem Deutschtum gezweifelt. Und sich dann doch lieber in Israel begraben lassen, weil er nicht wollte, dass sein Grab geschändet würde. Wenn im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft Israel und Deutschland gegeneinander antreten, ich wäre für den Schiedsrichter. Also, mein Verhältnis zu Israel. Das braucht Platz. Ich glaube, ich befürchte, ich muss schon wieder damit anfangen, wie es früher war. Es tut mir leid, das jüdische Problem. Zu viel Geschichte, zu viel Vergangenheit. Als ich ein Junge war, da war die Sache noch einfach für mich. Da war Israel das gelobte Land und es gab kaum jemanden, der das Lob nicht mit einstimmte. Unser Kartenspiel hatte seine Joker bekommen. Bube, Dame, König, Ass, Theresienstadt, Auschwitz, Caracas und jetzt plötzlich Israel. Ein Land, wo man einfach hinfahren konnte, jederzeit. Und wenn man am Flughafen ankam oder am Hafen, dann stand da schon einer und wartete, drückte einem einen Pass in die Hand und sagte, jetzt bist du zu Hause. Etwa so habe ich mir das vorgestellt damals. Für meine Eltern war Israel, sagen wir, eine Versicherung. Ein Fallschirm. Man hofft, ihn nie benutzen zu müssen, aber es ist doch beruhigend zu wissen, dass er da ist. Im Falle eines Falles. Sie hatten beschlossen, hier weiterzumachen, aber es tat ihnen gut zu wissen, dass es im Notfall immer auch ein Dort gab. Nach 1945 war Sicherheit nun wirklich nicht das erste Wort, das einem Juden im Zusammenhang mit Deutschland in den Sinn kam. Und dann die Kriege. 1948 und wieder 1956. Dieses kleine Land und ringsumher diese großen Armeen. Wenn dann die israelischen Panzer siegreich durch die Wüste rollten, dann war es selbst für einen Atheisten wie meinen Vater schwierig, nicht doch an einen Gott zu glauben. Wissen Sie, wo ich die Landkarte von Israel zum ersten Mal gesehen habe?
Keller ist für mich der jüdischste Teil eines Gebäudes. Nicht, weil man sich hier so gut verstecken kann. So viele Juden, wie die Leute später... So viele Juden, wie die Leute später in ihren Kellern versteckt haben wollen, hat es in ganz Deutschland nie gegeben. Keller kommen mir so jüdisch vor, weil sich dort alles ansammelt, was man schon fast vergessen hat und doch immer weiter aufbewahrt. Das Gedächtnis des Hauses. Und um uns erinnern, sind wir Juden einsame Spitze. Hat ein bisschen was von einem Zellentrakt. Nicht, dass ich schon mal in einem eingesperrt gewesen wäre, aber es gibt Dinge, an die kann man sich erinnern, obwohl man sie gar nicht selber erlebt hat. Gerade neulich ist mir sowas wieder passiert. Ich war auf einem Amt, hatte etwas zu erledigen. Der Beamte war nicht sehr freundlich, aber das sind Beamte ja selten. Und trotzdem, wie er da hinter seinem Schreibtisch saß, mit seinen kurzgeschorenen Haaren und dem Stirnacken, da habe ich ihn plötzlich in einer Uniform gesehen, in einer braunen oder einer schwarzen. Vielleicht unfair, ich weiß. Es war noch ein ganz junger Mann. Aber es war auch unfair, dass ich plötzlich so etwas wie Angst verspürte. Die erste Landrate, die ich je von Israel gesehen habe, hing bei uns im Flur. Schon als Sechsjähriger konnte ich die Umrisse aus dem Gedächtnis zeichnen. Unten spitz zulaufend und rechts an der Seite diese doppelte Delle, die das Land so schmal macht und verletzlich. Hier, die Sammelbüchse vom KKL. Keren Kayemet Le Israel. Mit der Landkarte. Unten spitz und seitlich eingedellt. Die Büchse hing bei uns im Flur und jede Münze, die man hineinwarf, half, das Land aufzubauen. Ab und zu kam ein Mann vorbei. In meiner Erinnerung war es ein älterer Herr. Aber als Kind kommen einem alle Erwachsenen alt vor. Der hatte einen ganz kleinen Schlüssel und leerte den Inhalt der Büchse in einen grauen Beutel. Irgendwann kam er dann nicht mehr. Oder er war zu oft gekommen und es war nie mehr etwas in der Büchse gewesen. Auf jeden Fall. Jetzt ist hier Platz im Keller. Das gelobte Land hat Rost angesetzt. Aber es konnte auch nicht ewig so perfekt bleiben, wie wir es uns damals erträumt hatten, wie man es von uns erwartete. Es geht Israel als Land wie mir als kleinem Jungen. Wenn es so gut sein will wie die anderen, muss es besser sein als sie. Alles, was weniger als perfekt ist, macht Risches. Ich will, weiß Gott, nicht alles verteidigen. Und es ist, weiß Gott, nicht alles gut, was dort abläuft. Aber ich will es nicht jeden Tag verteidigen müssen. Nicht hier, nicht in diesem Land. Woher nehmen die Leute, woher nehmen vor allem die Deutschen das Recht von Israel, ein höheres moralisches Bewusstsein zu verlangen als von jedem anderen Staat im Krieg? Gerade ihr, höre ich immer wieder, gerade ihr mit eurer Geschichte. Ihr müsstet doch wissen, was es bedeutet, unterdrückt zu werden. Lassen Sie mal den heiligen Schein weg und das selbstgefällige moralische Gehabe. Übersetzen Sie den Satz zurück ins Deutsche oder in eine vernünftige Sprache. Was heißt er dann? Ihr müsstet doch wissen, was es bedeutet, unterdrückt zu werden. Zu Deutsch? Jetzt haben wir euch so lange und so heftig geprügelt und ihr seid immer noch keine besseren Menschen geworden. Der Täter nimmt dem Opfer übel, dass es aus seiner Tat nichts gelernt hat. Es stimmt schon. Auschwitz werden die Deutschen den Juden nie verzeihen. Wissen Sie was, Herr Gebhardt? Sie brauchen mich gar nicht. Sie brauchen noch nicht mal den Sozialkundeunterricht. Es gibt so viele Möglichkeiten, die spät entdeckte deutsche Judenfreundlichkeit auszuleben. Es braucht mich nicht dazu. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer von diesen beliebten Auf-den-Spuren-Wanderungen? Das wäre doch was für Ihre Klasse. Frische Luft und das angenehme Gefühl von Geschichtsbewusstsein.
Hier war mal eine Synagoge, hier war mal ein Friedhof, hier war mal ein Jude. Oder nehmen Sie die jungen Leute zu einem Festival jiddischer Filme mit. Die gibt es unterdessen an jeder Ecke. Wir sind Mode geworden, die meisten von uns zwar erst posthum, aber immerhin. In jedem Jugendzentrum, das etwas auf sich hält, kann man unterdessen israelische Volkstänze lernen. Bei jedem Stadtfest gibt es einen Stand mit jüdischer Küche. Latkes und gefilte Fisch. Ist das nicht genug Judentum für Sie? Was brauchen Sie mich? Ein echter Jude stört doch nur beim Bemühen, ihn toll zu finden. Machen Sie lieber eine Klassenfahrt nach Fürth. Zum Festival der Klezmer-Musik. Da steht dann irgendeine Band auf der Bühne, die All-Star-Klezmer-Dingsbums oder wie sie sich alle nennen. Und keiner von den Musikern ist Jude. Die gleichen Leute sind vor ein paar Jahren noch per Anhalter durch Australien gefahren mit einem Didgeridoo im Rucksack und haben sich feinsinnig in die Seelen der Aborigines hineingefühlt. Haben sich ein buntes Farbmuster ins Gesicht geschmiert und mit den Indianern solidarisiert. Heute machen sie Klezmer-Musik. Solidarität zum Mitklatschen. Geilen sich am fremden Rhythmus auf, schluchzen sich in die Mollakkorde ein und genießen das wohlige Bewusstsein, nicht einfach nur Musik zu machen wie jeder Dixieland-Trompeter, sondern mit jedem Takt auch gleich noch die Vergangenheit zu bewältigen, indem sie mein Städtele Belt singen, dieses jiddische Kufstein-Lied. Lassen die Instrumente wimmern, als hätten sie alle eine CD von Theodor Feitmann verschluckt. Und immer mit diesen erwartungsvollen Gesichtern, dass wir sie doch endlich, endlich loben sollen, weil sie uns ja so wahnsinnig lieb haben, mit ihren Klarinetten, ihren Geigen, ihren Pauken und Trompeten. Ich möchte manchmal hingehen zu diesen Weltverbesserer-Musikanten, möchte mich vor sie hinstellen und ihnen sagen, wenn ihr schon unsere Musiker umgebracht habt, könnt ihr dann nicht wenigstens unsere Musik in Ruhe lassen. Aber sie würden es nicht verstehen, weil sie vor lauter Philosemitismus unterdessen schon die besseren Juden geworden sind. Was brauchen Sie mich, Herr Gebhardt? Was brauchen Sie einen echten Juden? Es gibt doch genügend künstliche. Wissen Sie, was ein Antisemit vom Philosemit unterscheidet? Der Antisemit wirkt, der Philosemit umarmt. Und bei beiden bleibt mir die Luft weg. Erzähl mir, Alte, erzähl mir geschwind, weil ich will wissen, alles erzählt. Wie seht aus das Stiebel, wo's hat mal geglänzt? Sie blieb nach das Bäumel, muss ich hab verpflanzt. Der Stiebel ist alt, verwachsen mit Moos. Der alte Dach zerfällt, der Fenster ohne Glas. Der Garnig ist krim, zu beugen die Hände. Du wolltest das schon mehr gar nicht erkennen. Der Garnik ist klein. Mit einem herzlichen Schlag unterschreiben Sie alle. Oder haben Sie einen Briefchen auf dem Schreibtisch? Mit den korrekten Grußformen für alle Religionen. Ein fröhliches Halleluja für die Christen. Ein freundliches Nirvana für die Buddhisten. Lecken Sie mich doch am Arsch mit Ihrem herzlichen Schalom. Mein städtele Welt, mein Heimel, wo ich hab meine kindische Jugend verbracht. Seid ihr am Morgen weinen Welt, mein städtele Welt. Jeden Schabes bring ich Leute mit der Trine gleich zu sitzen unter den grünen Bäumele bei dem Saal. Mein Städtele Bett, mein
steht allein. Ich freue mich sehr, euch unseren Gast vorzustellen. Herr Emanuel Goldfarb. Ich will dir suchen, ich gleich zu Herren. Was sollst mir Liebe erklären? Wenn du redst mit die Augen, wollt ich mit dir gefleugen, wie du willst, das hat mir nie. Wenn du holst ein bisschen Secher, Secher. Wenn du weißt, dein Nachrichten schmecher, Schmecher. Wenn du tanzt, wenn Indianer, bist du viele Galizianer, so geht das hat mir also gut. Nie. Bei mir bist du schön.